Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit etlichen Jahren bekomme ich von einigen Zuschauern und Zuschauerinnen gewisse Informationen zugeschickt. Sei es, dass ich auf gewisse Videos aufmerksam gemacht werde oder mir werden Blogbeiträge zugeschickt oder Texte kopiert oder schöne Musik wird mir zugeschickt, da möchte ich an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön sagen. Letztes Jahr ist mir ein gewisser Text zugesendet worden. Der ging letztes Jahr auch ein bisschen auf Telegram rum. Und das sind so gewisse Tipps, wie man eben durch diese aktuellen herausfordernden Zeiten kommt. Das erzählt euch das TV nicht. Praktische Tipps zum Aufwachen und Erhöhen der eigenen Schwingung. Und es sind alles Tipps, die ich zum großen Teil schon selbst praktiziere. Und da habe ich mir gedacht, da möchte ich einfach für euch ein kleines Video machen und euch diese wertvollen Tipps für diese herausfordernden Zeiten mit an die Hand geben. Informationsfluss. Schaltet den Fernseher und das Radio ab. Ich habe das zum Beispiel 2013 getan und das war damals die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Lest keine Mainstream-Nachrichten mehr. Weder online noch in richtigen Zeitschriften. Lenkt eure Aufmerksamkeit auf schöne Dinge, zum Beispiel auf die Natur, auf Tiere, auf eure Kinder, auf eure Familie, auf eure Freunde. Beschäftigt euch mit positiven Dingen, die eure Seele gut tun, die euch lächeln lassen, die ein warmes und zufriedenes Gefühl in euch erzeugen. Beschäftigt euch mit Dingen, die euch nicht nach unten ziehen, die euch Freude machen. Körper. Entgiftet euren Körper. Ganzheitlich. Körper, Geist und Seele. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder thematisiert. Wenn ihr euch für ganzheitliches Entgiften interessiert, dann schaut einfach mal unter dieses Video bzw. in den ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr interessante Informationen zur ganzheitlichen Entgiftung. Esst nur noch Lebensmittel, also keine Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel, am besten in Bioqualität, so frisch und so unverarbeitet wie möglich. Nehmt euch viel Zeit für die Zubereitung eurer Lebensmittel, egal ob ihr euch rohköstlich, vegetarisch, vegan oder konventionell ernährt. Und vor allem kocht bzw. bereitet mit Liebe zu. Trinkt reichlich gutes, reines, gefiltertes Wasser und Tee. Macht euch mal ein bisschen vertraut mit unserem Leitungswasser und was da wirklich noch drin steckt. Und es ist wirklich besser für unsere Gesundheit, gefiltertes Wasser zu trinken. Wir haben zum Beispiel drei verschiedene Möglichkeiten, unser Wasser zu filtern. Wir haben einen Aktivkohlefilter am Wasserhahn, eine Auftisch-Osmose-Filteranlage und ein Destilliergerät. Geht viel in die Natur, auf Wiesen, in Parks und vor allem in die Wälder. Und scheut euch nicht, auch mal einen Baum zu umarmen oder barfuß zu laufen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut für die Erdung. Und wenn ihr das tut, wenn ihr in die Natur geht, in den Wald geht, dann lasst, wenn möglich, das Handy zu Hause oder schaltet es zumindest in den Flugzeugmodus oder schaltet es am besten ganz aus. Wohnraum und Umgebung. Entmüllt und entgiftet euren Wohnraum. Ich habe schon vor einigen Jahren, 2016, 2017, Videos zum Minimalismus gemacht. Bei mir bevorzugt im Bad und im Schlafzimmer. Aber ich habe auch in meinem Wohnraum viel aussortiert, vor allem was Bücher und Deko angeht. Trennt euch von nutzlosen Dingen. Fahrt den Elektrosmog so weit wie möglich herunter. Und schaltet so oft wie möglich Handy und WLAN aus. Wir haben zum Beispiel meistens das WLAN ausgeschaltet, wir nutzen LAN-Kabel. Freundeskreis. Trennt euch von Freunden, die nicht mit euch schwingen, beziehungsweise schaut genau, mit welchen Menschen ihr wie viel Zeit verbringt und wie ihr euch danach fühlt. Trennt euch von Energievampiren. Holt neue, positive Herzensmenschen in euer Leben. Hört auf zu diskutieren, zu streiten und Recht haben zu wollen. Versucht niemanden von etwas zu überzeugen. Denn vergesst nicht, die Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger bereit dafür ist.
Aktivitäten. Sucht euch spannende Aufgaben, die euch Freude bereiten und euren Horizont erweitern. Sucht euch kreative Hobbys. Hört positive Musik, vor allem 432 Hertz Musik. Wir hören zum Beispiel am liebsten klassische oder epische Musik und meine Söhne spielen auch gern selbst am E-Piano und bringen sich neue Stücke mit Hilfe von Tutorials auf YouTube bei. Lest Bücher oder hört Hörbücher, die euch Freude bereiten. Innere Arbeit. Überprüft eure Glaubenssätze und ersetzt diese bei Bedarf. Stellt euch euren Ängsten und Traumata und lasst sie los. Sucht den Kontakt zu eurer wahren Essenz, zu eurem Selbst. Erkennt eure Routinen, Gewohnheiten, Standardkommentare und Gedanken und ersetzt sie durch neue. Freude. Macht unerwartet etwas Ungewöhnliches. Findet jeden Tag einen Grund für ein herzliches Lachen. Verbringt Zeit mit Nichtstun in Ruhe und Gelassenheit. Und es gelingt mir persönlich am besten in der Natur. Genießt jeden Augenblick so, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Motivation. Achtet nicht darauf, was andere denken. Geht euren eigenen Weg. Und wenn euer innerer Schweinehund sagt, aber ich kann das nicht, dann antwortet, jetzt erst recht. Das ist jetzt die Zeit, all die Veränderungen im Leben anzufangen, die man schon immer machen wollte. Das waren die praktischen Tipps zum Aufwachen und zur Erhöhung deiner eigenen Schwingung. Leider kenne ich nicht den Verfasser dieser wertvollen Tipps, das wurde mir leider nicht mit übermittelt, aber hier schon mal ein herzliches Dankeschön für diese wertvolle Auflistung. Ihr Lieben, was haltet ihr von diesen praktischen Tipps? Was praktiziert ihr schon selber und an was arbeitet ihr aktuell? Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ganz viel Kraft, ganz viel Zuversicht und ganz viel Mut für diese besonders herausfordernde Zeit. Alles Liebe. Eure Silke.